Mahlzeit, liebe Mystery Files Freunde, liebe Lasianer. Das Thema Außerirdische kommen, Unaußerirdische greifen unseren Planeten an, wollen die Menschheit ausmerzen oder so etwas oder kommen einfach nur hierhin, weil sie friedlich sind, wollen halt so Kontakt aufnehmen oder so. Das ist ja seit unendlich vielen Jahrzehnten ein spannendes Thema, bei dem kann man ja so viel spekulieren und sich so viele Gedanken machen und im Endeffekt wird, wenn es dann soweit ist, der Tag X kommt, dass ja auf einmal alles voll mit Aliens ist, wird es sowieso ganz anders ausgehen. Aber dieses Thema fasziniert mich persönlich wirklich ungemein. Ich habe auf fishinger-blog.de ja sehr viele Postings dazu schon gemacht, auch hier ein paar Videos oder so oder ein paar Büchern dieses Thema mal behandelt. Weil da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt und wir alle sind ja, auch wenn wir es nicht zugeben möchten, natürlich von Hollywood oder von irgendwelchen Science-Fiction-Serien oder auch meinetwegen anderen Spielfilmen, die jetzt nicht aus Hollywood kommen, in Sachen an Invasion aus dem All von Außerirdischen oder so etwas, sind wir ja alle manipuliert, so ein bisschen angefixt. Wir haben zumindest im Hinterkopf da immer solche Gedanken und es ist ja natürlich immer mit Krawum und Krach und Zerstörung und Kämpfen und so etwas verbunden, wenn die Außerirdischen hier auftauchen und unsere Planeten uns wegnehmen wollen. Das ist klar, weil es ist spannend und da kann man Action zeigen und natürlich meistens ist die USA dabei der große Retter der Menschheit. Aber wie dem auch sei, egal wie viel Gedanken man sich zu diesem wirklich spannenden und hochinteressanten Thema macht, man weiß einfach nichts Genaues, was wird passieren, was wollen die dann überhaupt hier oder wir sind natürlich wahrscheinlich hier auch überzeugt, die sind schon hier seit Jahrtausenden, aber da gibt es jetzt einen Aufmacher in einer britischen Boulevardzeitung, The Sun. Die kennt ihr natürlich alle, das ist ja wirklich eine Boulevardzeitung erster Güte von der Regenbogenpresse. Und die hat einen seltsamen Aufmacher gebracht, eine seltsame Story in Sachen. Ein Militärexperte aus den USA habe gesagt, dass Außerirdische, wenn sie die Erde angreifen, Asteroiden als Bomben nehmen würden. Und das ist wirklich ein interessantes Thema, denn dieser Militärexperte, das ist Professor Paul J. Springer. Und das ist tatsächlich nicht einfach nur irgendein Fantast oder so ein Verrückter, so wie wir das sind, sondern er ist vom Air Command and Staff College und war vorher auch bei der US Military Academy und der ist Professor für vergleichende Militärstudien, ein ausgewiesener Militärexperte eben. Aber er hat in diesem Interview mit dieser Regenbogenzeitung The Sun tatsächlich sehr viele Spekulationen von sich gelassen in Sachen Ankunft von ETs, also von Außerirdischen. Eigentlich wiederholt ja nur das, was andere schon seit Jahrzehnten sagen, immer auf den Fokus gerichtet, die kommen, weil sie böse sind, sie wollen eine Invasion unseres Planeten und wir sind eigentlich im Weg. Er verweist dann auch darauf in diesem Interview, dass es für uns so enden könnte, wie die Ankunft der Europäer, zum Beispiel in Amerika oder irgendwo auf Inseln im Pazifik oder auf der Osterinsel oder wo auch immer. Das wisst ihr natürlich, das ging für die Ureinwohner dieser Regionen auf unserem Planeten, ging es absolut schief und absolut daneben, als die Europäer gekommen sind. Auch wenn sie, naja, vordergründig nicht als Eroberer umgekommen sein müssen. Es ist auch so, bin ich von überzeugt, es würde auch für uns ziemlich schief gehen, auch wenn die Außerirdischen in Frieden kommen. Aber auch der Professor Arzt erwähnt das eben, das würde so enden. Und er schreibt auch, beziehungsweise sagt gegenüber der Regenbogenpresse, beziehungsweise noch einmal, die Regenbogenpresse zitiert ihn so, dass diese Außerirdischen wohl einen Grund haben könnten, hierher zu kommen, weil sie eben böse sind. So genau sagt er das nicht, aber das liest man da sehr deutlich heraus. Und er spekuliert sogar, vielleicht wären es Nomaden im Universum, die sich von Planet zu Planet bewegen, um diese Planeten auszubeuten. Und hier, ihr werdet es wahrscheinlich auch gemerkt haben, das klingt absolut nach Independence Day von, ich weiß nicht, 1996 kam, glaube ich, der erste Teil ins Kino, Mitte der 1990er Jahre. Da waren diese Aliens, die dann die Erde aus, die Menschheit ausmerzen wollen, auch solche Nomaden, die ihre ganze Zivilisation von Flug von Planet zu Planet, um eben die Bodenschätze quasi dort auszubeuten. Und das sagt auch der Professor da. Der hat wahrscheinlich vorher Independence Day gesehen. Aber er scheint vorher auch noch einen anderen Film gesehen zu haben. Und zwar Metaluna 4 antwortet nicht. Der kam 1956, kam der ins Kino, ein Hollywood-Streifen. Und ich liebe ihn sehr, diesen Film. Ist wirklich super, so B-Movie-mäßig. Aber da benutzen außerirdische Asteroiden, Meteore, als Waffen, um mit ihnen befeindete
Außerirdische zu bekämpfen. Die schicken die also quasi immer durch die Atmosphäre auf den Planeten der befeindeten Aliens, um diese zu vernichten, nutzen diese also als Bomben. Und der Professor hat tatsächlich jetzt laut diesem Sun-Interview gesagt, dass das Außerirdische, wenn sie hierher kommen, das genauso machen könnten. Ob er jetzt mit der Luna 4 antwortet, nicht tatsächlich vorher gesehen hat, keine Ahnung. Aber er meint, sie könnten eben Asteroiden ablenken und auf unsere Planeten steuern, um uns als Menschheit zu vernichten, wenn sie unseren Planeten erobern wollen und in Besitz nehmen wollen. Hier muss man natürlich sagen, ja, da sind die Aliens aber dann ziemlich doofe, weil man muss sich ja mal vorstellen, Asteroiden, wer weiß, wie groß die sind, technisch wäre das für die theoretisch einfach mal angenommen wahrscheinlich möglich sein, aber die schicken Tausende von Asteroiden hier auf unserem Planeten und zerstören alles, die Menschheit stirbt. Ja, wenn die dann unseren Planeten erobern wollen, um ihn auszubeuten, ist der Planet ja völlig im Arsch. Da ist ja quasi nur noch Wüste über und Erdbeben und Vulkanausbrüche, was alles so folgt. Ihr kennt bestimmt sehr viele TV-Dokumentationen, Fernsehberichte über die Folgen von Kometen und Asteroideneinschlägen. Das muss man nochmal hochrechnen, wenn eben Hunderte oder Tausende solcher Asteroiden hier einschlagen. Ich habe keine Ahnung, wie er als Militärstratege, als ausgewiesener Experte für Strategien und Schlachten und so, wie er auf so eine Idee kommt, dass Aliens so etwas tun sollten. Aber er hatte noch eine zweite Idee und die finde ich ganz besonders interessant, denn seit Jahren verweise ich immer darauf und ich habe dazu auch ein, zwei Videos hier online gestellt. Und zwar könnten die Außerirdischen, wenn sie jetzt tatsächlich böse sind und hierher kommen und den Planeten haben wollen und wir sind im Weg, ganz einfach ein Virus züchten. Und zwar nehmen sie ein bisschen DNA, ein paar Genproben von uns Menschen, züchten dann in ihrem Raumschiff irgendwo versteckt, im Asteroidengürtel meinetwegen hinter dem Mars, zwischen Mars und Jupiter, züchten dann dort in ihren Hightech-Laboren einen absolut tödlichen Killer-Virus, der für unseren Körper absolut 100% tödlich ist. Und diesen Virus lassen sie dann unbemerkt in der Erdatmosphäre raus und der verbreitet sich über den ganzen Planeten und dann warten sie ganz gemütlich bei einem Test in Space Coffee in ihrem Raumschiff, bis alle Menschen tot sind. Dann können sie landen, räumen die Leichen weg, vielleicht sind ein paar immun, die können sie noch anderweitig liquidieren, nochmal so die paar Überlebenden, die Nester dort, aber bevor die Menschheit dann überhaupt merkt, dass eine Invasion von Außerirdischen stattfindet, sind wir schon alle tot. Das ist ja überhaupt kein Problem, dass sie so ein Virus züchten könnten. Und das wird auch wirklich ganz einfach sein, mit Gentechnik so etwas zu machen. Sie, die Aliens selber, wären natürlich immun gegen diesen Virus und irgendwelche Tiere oder Pilze oder meinetwegen eine Kuh oder so wäre dann auch immun. Das können die ganz bequem alles züchten. Nur es muss Wert darauf gelegt werden, dass es tatsächlich zu 100% tödlich ist. Da verweist eben der Professor auch drauf, vielleicht würden die so etwas machen und davon bin, naja, überzeugt bin ich. Ich bin auch davon überzeugt, aber ob das tatsächlich so sein wird und das ist natürlich alles Fantasie und Spekulation, kann man natürlich nicht sagen. Nur das ist doch eine ganz einfache, bequeme Lösung. Aber natürlich muss man auch sehen, warum sollten die Außerirdischen tatsächlich hierher fliegen und uns umbringen wollen und außerdem hätten wir schon längst getan und oder haben es vielleicht sogar vor Jahrmillionen sogar schon. Wir wissen es nun nicht mehr und wir sind schon quasi eine ganz neue Zivilisation und intelligente Spezies auf diesem Planeten. Viele Spekulationen, ihr merkt es schon, aber eben sehr faszinierende Themen. Und wenn dann, nehmen wir mal an, in 10 Jahren kommt tatsächlich Außerirdische, die bösartig sind, die würden dann wahrscheinlich nicht mit ihren einfachen Waffen auf uns ballern. Auch der Professor meint das. Sie würden vielleicht einfach nur ihre Waffen umbauen und irgendwie halt uns bekriegen. Der geht laut diesem Sun-Interview überhaupt nicht davon aus, dass sie ganz einfach friedlich sind oder schon hier sind zum Beispiel. Oder dass eben Außerirdische, wenn die den interstellaren Raum durchkreuzen, dass sie überhaupt gar nicht da Interesse daran haben, irgendwie Krieg zu führen, irgendjemanden anzugreifen, dass sie längst über diese, sagen wir mal, über diese Kinderschule der Evolution einer intelligenten Zivilisation, dass sie da schon längst drüber weg sind und für die das gar nicht in Frage kommt, dass sie einfach nur uns
besuchen wollen, weil sie neugierig sind. Vielleicht sind sie einfach nur kosmische Ethnologen, die sehen, ah, da sind welche, die haben vorher vielleicht eine Raumsonde hingeschickt oder so. Auch er sagt, die würden vorher mit Sonden erstmal gucken, ob man da hinfliegen sollte und hinfliegen kann. Klingt auch sehr logisch, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber vielleicht sagen die, ach guck mal, diese Menschen, die sehen ja lustig aus, da wollen wir mal hinfliegen, wir wollen mit denen mal Kontakt aufnehmen und wollen sie ein bisschen erforschen, ganz in Frieden, ohne Waffen und so etwas. Na, ich gehe davon aus, der Professor, wenn das alles so stimmt, was die Sander so berichtet hat, was er gesagt haben soll, hat tatsächlich vorher Beta Luna 4 antwortet nicht gesehen, hat ein bisschen Independence Day gesehen und vielleicht noch andere Krach-Boom-Hollywood-Filme in Sachen Invasion aus dem All und hat sich da so ein bisschen was zusammen fantasiert. Ich persönlich bin überzeugt, die werden uns nicht angreifen. Sie werden in Frieden kommen, aber alles, wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, Spekulation und vielleicht auch Wunschdenken. Abwarten, abwarten. Ja, ich wollte dieses kleine Interview mit dem Professor dort euch nicht vorenthalten, wollte unbedingt dazu ein kleines Video machen. Gern einen Daumen hoch geben, ein Abo hier lassen und dann sage ich mal, ihr lieben Laseaner, passt also auf, dass euch kein Stein vom Himmel auf den Kopf fällt oder ein Killer-Virus erfasst. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Lars.